wollte euch noch ein paar Klamotten zeigen. Und zwar zuerst mal dieses schöne Oberteil. Das ist eine Bluse. Wie man sehen kann, die glänzt auch so schön, ist trägerlos und fällt hier so richtig schön über die Schultern. Hinten hat das Oberteil einen Reißverschluss, sodass man es richtig schön eng zumachen kann. So, ich hoffe, man kann es gut erkennen, weil das Licht gerade ein bisschen gegenspiegelt. Ich habe mir diese Teddyjacke geholt von Shein. Ich habe die auch schon in hell. Die habt ihr vielleicht auch schon auf meinem Instagram gesehen und in meinen anderen Vlogs. Auf jeden Fall habe ich die jetzt auch noch in schwarz geholt. Die ist so mittellang, also die geht jetzt nicht bis zu den Knöcheln unten, aber genau das gefällt mir. Die ist auch nicht zu dick, also die ist jetzt nicht ultra warm, aber so perfekt einfach zum drüber schmeißen und einfach damit rauszugehen. Und die ist auch mega weich. Also ich habe die ja auch schon in weiß, ich habe die auch schon gewaschen und die wird nicht hart oder so. Die bleibt dann immer so schön weich. Falls ihr euch jetzt vielleicht wundert, wieso steht sie mit Schuhen auf dem Teppich. Die sind neu, die ziehe ich jetzt zum ersten Mal an. Die sind auch von Shein. So ähnliche hatte ich schon, aber meine sind erstens kaputt gegangen, meine alten. Und die hatten auch vorne einen anderen Schnitt. Das sind so Stiefel, die gehen bis hierher. So kann man es vielleicht besser erkennen. Was ich ziemlich nice finde, dass sie vorne so globig sind. Sieht richtig cool aus, finde ich. Genau, und die waren auch echt gar nicht teuer oder so. Aber die fallen viel kleiner aus. Also ich habe eigentlich 37, 38. Die Schuhe habe ich in 38 und ich stoße schon ein bisschen vorne an. Also dicke Socken oder so könnte ich jetzt nicht da drin anziehen. Deswegen, falls ihr euch die holt, holt ihr euch lieber eine Größe größer. Dann habe ich mir noch ganz normale Winterjacken bestellt und zwar einfach so eine ganz basic schwarze Jacke. Dann habe ich mir diese Felljacke geholt. Ich finde die mega. Ihr wisst, ich liebe solche Felljacken, weil die einfach so bequem sind und auch wirklich sehr, sehr warm. Die ist jetzt ein bisschen dünner als die anderen, die ich habe, aber auch sehr viel angenehmer zu tragen. Also natürlich fühlt man sich viel freier und man kann dann auch mal einen dicken Pulli drunter ziehen. Genau, auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, mal so eine Jacke für euch zu testen, falls ihr noch gar nicht so eine Felljacke habt, weil die sind wirklich sehr, sehr, sehr warm. Also ich habe ja fast nur solche Winterjacken aus Fell, weil die einfach viel wärmer sind als die anderen. Die haben zwar meistens keine Kapuze, aber ja. Und die Farbe fand ich ganz cute. So, dann diese Winterjacke. Ich weiß, sie sieht gerade übelst fett aus. Die ist auch ziemlich dick, aber ich finde sie mega nice. Die hat hier so eine Lederoptik, ist aber mega angenehm zu tragen. Also die Ärmel sind nicht zu dick. Ich mag es ja gar nicht, wenn Winterjacken so übelst einengend sind. Und die hat auch eine Kapuze. Genau, und was ich noch nice finde, ist, dass sie hier so einen Gürtel hat. Man kann den so eng machen, wie man möchte. Natürlich kann man den noch abmachen. Das einzige Blöde bei der Jacke, finde ich, ist, dass die keinen Reißverschluss hat, sondern dass man die hier zuknöpfen muss. Aber das Ding ist, jetzt habe ich auch nur einen Knopf zu, den hier in der Mitte und diesen Gürtel. Und die hält ja, also ich kann es jetzt auch noch weiter zumachen, aber es ist jetzt nicht unbedingt nötig, dass man die ganze Zeit alle Knöpfe zumacht, dass die Jacke zu bleibt. Also ich finde diesen Look mega cute. So, jetzt kommen wir zu den Kleidern und zwar habe ich mir einmal dieses krasse Kleid geholt. Das ist in Blau, wie man sieht, beziehungsweise Türkis. Ich finde es auf jeden Fall mega, mega schön. Das hält auch sehr, sehr gut hier oben. Das ist auch total eng. Ich muss sagen, es ist extrem kurz hier vorne. Da muss man das wahrscheinlich dann immer so ein bisschen runterziehen. Hinten ist es eigentlich nicht so kurz. Da geht's voll, das ist perfekt. So, und diese Stiefel habe ich mir geholt in weiß. Overknees mit Absatz. Mega cute. Kann man natürlich auch zu anderen Outfits anziehen. Jetzt auch nicht gebügelt oder so, nichts. Aber ansonsten ist es natürlich mega schön und ich liebe halt so ausgefallene Kleider mit Farbe und einem besonderen Schnitt. Wenn es klappt, wenn ich es irgendwie hinbekomme, dass es vielleicht ein bisschen länger ist, dann werde ich das auch an Silvester anziehen. Muss ich mal schauen. Aber yes. Dann zeige ich euch noch ein Kleid. Und zum Schluss kommen wir zu diesem Kleid. Ich finde das so nice. Es ist einfach so schön hier oben. Es ist hier ein bisschen so durchsichtig, aber ich habe jetzt einen hautfarbenen BH drunter und man sieht den ja nicht. Also ja, ihr wisst, was ich meine. Ich würde jetzt keinen pinken oder keinen weißen BH oder so darunter ziehen, aber schwarz oder so geht auf jeden Fall auch. Wie gesagt, hier oben finde ich mega, mega schön. Und hier unten den Teil, den kann man verstellen, wie man sieht. Ich habe es auf dieser Seite komplett kurz gemacht. Man kann das bis hier hochziehen und auf dieser Seite habe ich es ein bisschen länger gelassen. Man kann es schräg anziehen, so wie jetzt. Man kann beide Seiten kurz machen. Man kann es auch komplett lang machen. Das geht dann bis über die Knie. Es ist komplett variabel und diese Bändel, ich habe jetzt hier mal eine Schlaufe gemacht, kann man natürlich auch noch weiter kürzen, wie man das möchte. Von hinten sieht das Kleid so aus. Genau, ist ziemlich stretchy und einfach mega schön. Vielleicht ziehe ich dann auch einfach das an Silvester an. Ich muss einfach mal schauen, was mir dann besser gefällt. So, außerdem habe ich auch noch einen Rabattcode. Ich schreibe euch den Code hier hin. Dann könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. And that's it. Das war mein kleiner Mini-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.